Hallo, hier ist die Piedra von Piedras Bastelnews und heute zeige ich euch mal, wie man so Herbstblätter malt. Ich nehme jetzt erst einmal ein bisschen von den Grün, Hellgrün und ein Gelb dazu auf mein Schwämmlein auf, streife das nochmal kurz ab und dann gehe ich erstmal her und tue das so ein bisschen verteilen, überall schön betupfen, sodass wir da einfach so ein bisschen Grün-Gelb-Stich haben und dann gehen wir her, nehmen wir unseren Pinsel. Nehmen jetzt erst einmal ein bisschen von dem Mittelbraun und zieht über die Kanten die Schattierungen rein. Ja? Also ihr müsst immer schauen, dass von außen kommt, das ist wichtig. Und das machen wir jetzt einmal ringsrum. Gar nicht recht viel mehr, wenn es einmal nicht so gut ist, das macht auch nichts. Da fahren wir noch ein bisschen her. Dann nehmen wir ein bisschen Hellbraun auf unserem Pinsel und dann werden wir noch mal mit dem Hellbraun ein bisschen drüber gehen. Und wenn ihr jetzt noch ein bisschen einen Glanz haben wollt, dann könnt ihr auch jetzt ein bisschen von den Antikgold zum Beispiel nehmen und könnt ihr so ganz leichte Antikgoldfarben noch mit drauf machen. Dann glitzert das Blatt dann nachher in alle Farbvarianten, so wie ein Herbstlaub halt ausschaut. Das ist jetzt einmal die Grün-Variante. Jetzt zeige ich euch noch, wie das geht mit dem Rot. Und zwar beim Orange gehe ich jetzt nur her, nehme ein bisschen Weiß dazu. Ja, dann betupfen wir wieder unser Blatt, so dass das einmal heller, einmal dunkler schon ist. Schauen wir, dass wir überall Farbdaten haben. So, dann verwascht ihr das gleich automatisch. Und da gehe ich jetzt immer her und nehme jetzt erst einmal Hellrot, dass wir drunter einfach mal mit dem Hellrot erst einmal Schattierung machen. So, und dann noch ein bisschen vom Weinrot dazu. Seht schon, Pinsel braucht es gar nicht auswaschen, den könnt ihr gleich so lassen. Dann schattiert sich das automatisch schon in alle Farben. So, fahren wir da nochmal ein bisschen rüber. Und bei der Variante könnt ihr natürlich auch wieder einfach ein bisschen einen Goldstich drauf machen, wenn ihr wollt. Nehmen wir wieder ein bisschen von unserem Gold. Und dann werden wir einfach da nochmal ein bisschen eine Goldschattierung mit drauf machen. Könnt ihr jetzt auch, wenn ihr wollt, mit dem Weiß einfach nochmal ein bisschen was absetzen, dass es noch ein bisschen mehr Brillanz kriegt, das Ganze. Macht jetzt einfach da zwei, drei so hellere Linien rein. So könnt ihr jetzt auch machen. Ja? Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal, eure Piedra.